Mein Name ist Nadja Wittmer, ich bin Teamleitung Wirtschaftliche Hilfe hier bei den Sozialen Diensten in Wil. Menschen in Notlage melden sich hier bei uns in der Sozialhilfe an und sagen, sie sind bedürftig, sie haben keinerlei Geld mehr, wo sie können ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Für ihren Anspruch müssen sie sämtliche Vermögens- und Einkommenswerte deklarieren. Und wir prüfen dann, ob die Person berechtigt ist, zum Sozialhilfe der Stadt Wil beziehen oder nicht. Genau. Wenn man Anspruch hat auf Sozialhilfe, dann ist man verpflichtet, zum Beratung wahrzunehmen. Das heisst, wir arbeiten hier in der Beratung jeden Tag daran, um uns selber überflüssig wieder zu machen. Das heisst, dass die Personen wieder selbstständig sind, sich selbstständig können finanzieren und auch selbstständig ihren Alltag können bewältigen können. Wenn man mit Menschen und Personen zu tun hat, dann weiß man nie so ganz genau, was für Fragen gestellt werden. Das kann generelle Sachen sein zum Thema berufliche Integration, also wie geht man wieder arbeiten, dann geltend machen von Drittleistungen, das heisst Zusammenarbeit mit IV, RAF oder Unfall, Krankentaggeld etc. Manchmal wird auch gefragt, wie man umgehen soll mit dem Haustier daheim, wenn man irgendwelche Probleme hat mit der Katze oder so. Das gibt es auch, also es ist immer ganz unterschiedlich.